B2.2. Ebenen, die zu Grundflächen ABC parallel sind, schneiden AG in den Punkten PN, PE in den Punkten QN, CF in den Punkten RN und MG in den Punkten NN. Es gilt GN in Abhängigkeit von X in X Zentimeter sowie X Element R sowie von 0 bis 6. Der Punkt M ist die Spitze von Pyramiden PN, QN, RN, M mit Dreiecken PN, QN, RN als Grundfläche. Zeichnen Sie die Strecke GM, den Punkt N1 sowie die Pyramide P1, QN, R1, M für x gleich 3 in das Schrägbild zu B2.1 ein. So, hier steht jetzt eine ganze Menge drin, muss man wahrscheinlich einfach nur in Ruhe nochmal durchlesen. Also auf der Strecke AG liegen die Punkte P. Auf der Strecke BE liegen die Punkte Q. Auf der Strecke CF liegen die Punkte R und auf der Strecke MG liegen die Punkte N. Und ganz wichtig, die Strecke GN, das ist mein X. Ja. Okay, jawohl, Punkte M sind bla bla bla. Jetzt gehen wir mal auf die Aufgabe, zeichnen die Strecke GM ein. Haben wir eigentlich schon gemacht, beziehungsweise habe ich schon gemacht. Ansonsten müssen wir jetzt hier die Strecke noch einzeichnen, GM. Und den Punkt N1 sowie die Pyramide P1, Q1, R1, M für x gleich 3 in das Schrägbild ein. Okay, x gleich 3 bedeutet, die Strecke GN, ja, da ist mein x angegeben, die ist jetzt 3 cm lang. Von GN 3 cm nach unten. Ja, brauche ich wieder mal in einer anderen Farbe, damit man es besser sieht. GN 3 cm nach unten lande ich ungefähr hier vor dem Punkt N1. So, und jetzt muss ich noch den ganzen Rest zeichnen. Und zwar brauche ich zuerst, mit was fangen wir an? Vielleicht der Reihe nach. Punkt P liegt auf der Strecke AG. Also ist er hier zu finden, P1. Ja, er schneidet diese Ebene, heißt ja auch oben eben zur Grundfläche, die ABC parallel sind, schneiden AG in den Punkten PN. Deswegen legt man da so die Ebene rein. So, was brauchen wir als nächstes? BE in den Punkten Q, die Ebene schneidet BE in den Punkten Q. Ja, im Prinzip macht man jetzt hier unten das gleiche wie bei BC. Geodreieck anlegen, 45 Grad Winkel und man geht einerseits hoch bis zur CF und einerseits runter bis zur, war ein bisschen unsauber, so, bis zur BE. Passt die da? Machen vielleicht auch nochmal neu. So. Ja, dann habe ich hier meinen Punkt, wie heißen die? QN, also Q1. Und dann wird das mein Punkt R1 sein. So, die Dinger bilden Dreiecke P1, Q1, R1. Hoppla. So. Und jetzt fehlt noch was. Zeichnen Sie GM1, Punkt N1 haben wir, jawohl. Und die Pyramide P1, Q1, R1, M. Also diese Pyramide fehlt noch mit M als Spitze. Ja, also die liegt im Prinzip jetzt nach unten. Da ist mein Punkt M, den muss ich noch verbinden mit den ganzen Eckpunkten. Ja, dann kriege ich hier so auf eine auf der Kopf stehende Pyramide. Sieht recht komisch aus, also da nicht jetzt verwirren lassen. Das ist einfach eine Pyramide, die nach unten zeigt. Ja, die Spitze zeigt nach unten weg. Ja, und vielleicht, ja, man könnte vielleicht hier die Strecke P1M, wenn man die ein bisschen strichelt, weil sie unsichtbar ist, sieht man es dann besser. Boah, geht. Schwere Aufgabe, ist nicht einfach zu sehen. Ja, müssen wir noch was machen. Zeichne Strecke GM, Punkt N1 und die Pyramide fix gleich 3 ein. Nö, wir haben alles geschafft. Aufgabe ist eigentlich demnach fertig.